Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Und wir wurden letztes Mal dreisterweise hier rausgeschmissen. Und das fand ich nicht geil. Wir wurden da unten rausgeschmissen. Wir wurden überall rausgeschmissen. Aber wir machen das Beste draus und ja. Jetzt ist der feindliche Agent behindert. Das ist ja auch was, schon was, ne? Minus 8. Okay, wir haben nur 3 Nahrung. Das ist nicht ganz so gut. Ah, stimmt, den haben wir ja auch verloren. Wir haben minus 3 Nahrung. Was soll ich denn davon halten? Dann machen wir hier mal ganz schnell. Dann machen wir mal da. Minus 1, wieso minus 1? Sklaven. Da machen wir. Ja, aber das ist ja Scheibenkleister. Minus 8 öffentliche Ordnung, aber Sklaven weg. Naja. Warte, hier haben wir noch. Nee, das haben wir schon. Hier. Das brauchen wir da eigentlich jetzt auch nicht. Aber ja, in der Base lassen wir das mal. Öffentliche Ordnung brauchen wir hier jetzt auch nicht mehr. Da machen wir mal schön auf Nahrung. Hier haben wir einmal Nahrung. Hier haben wir. Okay, da gehen wir jetzt auch auf Nahrung. Warte mal, dann lassen wir das hier mal weg, weil da haben wir eh eine Mauer. Das ist ja hier auch. Hier, was ist hier? Das ist Aqua. Das sind die da. Und die sind die da. Das machen wir da auch weg, weil das hat auch eine Mauer. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir Nahrung bekommen. Ach, die germanische Konföderation. Wo kommt die her? Hä? Okay, es ist echt lustig. So komisch habe ich mich noch nie ausgebreitet. Und Pergamon war auch noch nie so riesig bei mir. Und Massilia auch. Naja, okay. Es gibt immer ein erstes Mal. So, Fähigkeiten. Achso, das ist ja nicht der von mir, oder? Das ist nicht der von mir. Ich bin der da. Königreich. Kingdom, Imperium. Imperium Stufe 5. Okay, was habe ich gerade? Loyalität sichern. Fraktion 2 ist immer gut. Beziehung verbessern. Beleidigen, loben. Na. Ist alles nicht so das Grüne vom Ei. Wie ist das Grüne vom Ei? Was soll denn das heißen? Das Grüne von Ei. Handelsabkommen? Handelsabkommen mit Arvena. Wie groß sind denn die? Hier sind die. Da sind die. Und da, Alter, die sind ja riesig. Nee, die greife ich auch noch an. Ich muss. Oh Gott. Willst du das wirklich machen? Willst du das wirklich machen? Warte, das muss ich jetzt auch machen, damit ich seine Armee so viel wie möglich ihr wisst schon, auseinandernehme. Also immer dezimieren. Genau, das waren ja die fiesen Speerträger, die werfen konnten, ne? Diese Bob-die-Bubi. Ach, das ist wieder so eine Stadt.
Schwuppdiboobi. So, warte mal. Ich tue die beiden hier hin. Die beiden dahin. Den Mob hier hin. Und die hier hin. So. Ich will ja, dass er seine ganzen Speere auf die da, auf den Mob werfen. Ich will auch probieren, also ich will ihn dazu drängen, komplett hier hinzugehen, aber er teilt sich auf wahrscheinlich. Nee, das ist gut. Nee, er teilt sich doch auf. Okay, werft, werft. Sehr schön, Alter. Ist schon krass. Okay, aber er teilt sich echt auf. Das ist ein bisschen blöd. So. Ja, das ist in Ordnung. Wieso sind die jetzt eigentlich beleidigt? Warte mal. Die gehen jetzt mal hier hin. Na, ah. Ah, jetzt komm mal. Wieso sind die so... Hä? Wieso sind die so schlecht drauf? Zahlmäßig den Feind unterlegen, das ist doch denen eigentlich normalerweise egal. So. Ja, aber ganz ehrlich, die kommen schon sehr gut gegen die Pikiniere, klar. Die drängen sehr schön vor. Aber ich habe ja auch nur die Hälfte von den Einheiten. Schmarrn. Ja, jetzt überschwemmen die die. Gut. Hä? So. Aber ich nehme auf jeden Fall welche mit. Wie so ein heftiger Mob, ne? Die Armen. Die Armen. Alter, wie so eine krasse Welt. Vor allen Dingen, das Krasse wäre, mit vier vollständigen Pikiniereinheiten hätte ich den so auseinandergenommen. Die waren ja nur noch, keine Ahnung, 80, 90 von allen. 90 stark oder so, schau mal, 180 hat der mitgenommen. Die da waren halt low, weil die sind halt low. Aber trotzdem, das war gar nicht so schlecht. Ich habe halt keinen wirklich mitgenommen, weil die komplett gedrückt haben. Aber das mit den Mob hat geklappt. Die haben ihr Charge auf den Mob abgefeuert und das war gut. So, jetzt drängelt er halt
mit seiner Armee Richtung meiner Base. Das ist nicht so gut. Was macht der denn jetzt da? Was macht der da? Der bunkert sich ein, ne? War ja klar. Hä? Was will der denn jetzt von mir? Handelsabkommen, nix, nicht Angriffspakt. Warte mal. Militärisches Bündnis. Naja. So belanglos, 6000, 8000, ne? Das ist belanglos. Ich bin mal gespannt, ob wir den noch besiegen. Also ich glaube, den besiegen wir auf jeden Fall. Nee, weil ich habe gerade andere Sorgen. Wenn der jetzt dann noch mitkäme, dann wäre ich ein bisschen krass am Bobbes. Nicht Angriffspakt? Aber wieso kann ich mit denen nicht handeln? Ja, okay. Komm her, Buddies. Die sind so klein. Okay, Oekonomiker-Denker haben oft versucht, die Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren, wie zum Beispiel in den Werken Xenophon und Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Wirtschaft, Gemeinschaft und Regierung, Sklaverei und Bildung. Ja, Nahrung, öffentliche Ordnung, Wohlstand durch Sklaven und Sklaven und Huhn. Fortschritt, also Forschungsrate meine ich. Puh. Puh, ist alles gut. Aber ich glaube, gerade ist die Landwirtschaft wichtiger. Natürlicher Toten. Gut, was ist mit dir? Sammeln. Nahkampf. Neue Aufschwung. Komm. Warte, dann komme ich hier von oben. Ist immer noch positiv, das ist gut. So. Du brauchst noch drei Runden. Ja, super, da habe ich gerade das abgerissen. Ach, das ist doch doof. Geld brauche ich gerade nicht. Öffentliche Ordnung da auch nicht. Dann kommt hier auch noch mal Futter rein. Dann haue ich hier mal die Nahrung hoch. Entschuldigung. Armee zerstört, Baubericht, Siedlung verloren, Fraktion, Haushalt. Dann holst du dir nochmal. Ach, fein verwundet, das ist sehr gut. Warte, wo ist da? Ah, da ist niemand. Was wollte ich da machen? Stimmt, da habe ich auch das Militär weggetan. Für was? Öffentliche Ordnung mache ich da. Da unten.
Muss ich jetzt mal überlegen tun. Weil an sich brauche ich noch. Das sind halt alles Feinde. Das ist so nicht gut. Er sagt, ich verliere so viel. Nee, sage ich nicht. Was sage ich dir jetzt diese Runde nochmal? Ja, komm. Ich denke, ich verliere. Also, er sagt, dass ich. Ach, krass. Hä? Hä? Dann verstehe ich es wirklich nicht. Also, ich hätte es verstanden, wenn er gesagt hätte, dass ich kaum was, beziehungsweise dass ich ja so viel verliere, wenn er sich eingebunkert hätte. Aber er bunkert sich ja gar nicht mehr ein. Er ist jetzt einfach total easy da vorne. Und die Aufstellung gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ah, der hat sich. Aha. Das ist ja interessant. Aber das Lustige ist, die ignorieren das total auf. Warte mal. An sich könnte ich die da erstmal ab. Nee, komm, ich töte erstmal die. Ich töte erstmal die. Ach, da oben kommt auch noch einer. Okay, warte. Warte, stopp. Ihr geht mal nur bis dahin. Und das macht mal die Kavallerie. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt nur ein kleiner Trupp. Warte mal. Das macht mal ihr. Ah, oh, ich, ups. Deswegen sind die so schnell. Ihr stellt euch mal da auf. Und sagt mal, grüß Gott. Grüß die. Und ihr sagt mal zu den fiesen Fernkämpfern Hallo. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch. Hihihi, das macht so Spaß. Okay, du sagst mal hier Hallo. Du kommst mal hinterher. Okay, ihr hört mal auf. Aber ich brauche hier dann später nochmal. Na komm. Alter, was? Was sind das denn für welche? Junge, die zerstören meine Hopliten volle Kanne. Junge, Junge, Junge. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, dass meine Hopliten so. So krass zerstört werden. So, warte, der ist halb tot.
So, einmal kurz in den Rücken reinchargen. Sehr schön, das freut mich. Pikiniere kommen wieder zurück. So, hierhin. Die Kavallerie kommt hierhin, ihr kommt dahin. Kavallerie hierhin, Kavallerie dahin. Pikiniere, Hopliten hierhin. Alles sehr schön. So. Das war das. Jetzt kommen da auch welche. Ach, die fange ich damit dann ab. Und mit denen. Und natürlich wieder mit der Kavallerie. So, die Pikiniere kommen wieder zurück. Wie der einfach da bleibt. Also das ist zum Beispiel auch komisch, dass die normalerweise, also das passiert total häufig, dass die wirklich ihre Stellung aufgeben. Das habe ich so oft schon miterlebt. Oh, ach, das sind Pikiniere. Ah, umso besser. So. Verlangsen. Ihr geht mal ein bisschen weiter hinter. Ach, da kommt ja noch einer. Ja, lieber dahin, weil die da sind ja kein Problem. Schön in die Seite hämmern. Wunderbar. Jetzt auf den. Ja, wobei der ist auch ein bisschen nervig, dass der jetzt einfach durchmarschiert. So. Den Rest machen die anderen. So. Ihr geht jetzt wieder zurück. So, die kann eigentlich jetzt auch zurück, bis auf 2. Und die Kavallerie, die geht mal in die Rückenansicht von den hübschen Dudes. Und dann marschiere ich hier mal ein bisschen auf. So, dann ändere ich ein bisschen die Struktur. Genau, aber nur ein bisschen. Das ist eine fiese Taktik, was die gerade machen. Ah, krass, dass sie noch. Jetzt sind sie rot. Sehr schön. Das sind also noch Hopliten, die kommen dann hier hin. So, sehr schön.
Die beiden kommen dann mit dem zusammen. Hierhin. Kavallerie kommt mal komplett nach oben. Vielen Dank. Aktiv sind die. Ja, ein bisschen vorspulen. Und wieso? Es hätte er jetzt was von mir getötet haben? Das ich nicht verstehe. Vor allem, er hätte viel besser hier hochgehen sollen und mit den Flammenbällen arbeiten sollen. Da hätte ich sogar, glaube ich, das euch gezeigt. Einfach nur, um es euch zu zeigen. So, wir gehen jetzt mal bis kurz davor. Aber bitte gemütlich. Hä? Nee, eigentlich wollte ich das nicht, aber egal. Das Lustige ist ja, wenn er dann... ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn er dann hier durchläuft, das ist immer am lustigsten. Warte mal. Rennt mal ein bisschen. Ihr könnt auch. Jetzt. Ja, das ist jetzt interessant, dass er dieses Mal, also wahrscheinlich haben die das wirklich mit einem Patch rausgepatcht, dass die ouch, 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 weg da, weg da, weg da, weg da, raus da. Dass die jetzt wirklich ihre Verteidigung nicht mehr aufgeben, wenn sie sowas schon machen. Genau, die Söldner-Schwertkämpfer können das nämlich auch, das ist so böse. Ja, ein bisschen flammig. Ich kann die ja flambieren. Und dann mögen die gleich nicht mehr. So. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man da durchgeht. Und zwar nichts. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Das stockt halt dann total. Aber. Aber an sich gefährlich wird es eigentlich nicht. Die werden halt ja nur unglaublich langsam dann. So. Hier andererseits ist es sehr tödlich. Ich mag das voll, wie das aussieht. Das sieht eigentlich echt cool aus.
Ja, die Schwertkämpfer sind echt krass. Die sind echt heftig. Die sind richtig heftig. Das ist halt richtig heftig. Weil jetzt die keine Probleme haben gegen Pekiniere. Ist halt auch ziemlich heftig. So. Ach ja, kein Wunder, dass du wankst, wenn die dich voll in die Seite drücken. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Ja, die Schwertkämpfer waren übelst krass. Die waren richtig heftig. Aber sein General ist nicht gestorben, oder? Hat er wohl. Ne, das sind auch Söldner. Okay, Alter. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Schau mal, der hat richtig viel weggenommen. Und der da, der war wow. Die Schwertkämpfer waren krass. Hätte ich echt nicht gedacht, vor allem gegen die Hopliten. Nicht übel, nicht übel. 900 verloren von 2000. Ja. Ja, das war leicht. Hätte ich nicht gedacht. So, hier ist eine. Autsch. Du wirst mal zum Kommandanten. Gut, ja, wir sind schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal werden wir versuchen, die Boier ein bisschen zu dezimieren. Auf jeden Fall, hier wird es zur großen Schlacht kommen. Der da braucht leider noch 3 Runden. Aber der bekommt dann auch was. Genau. Das da wird der mit seinem Full Stack nicht erobern können. Wir haben 4 Ballisten und eine schwache Garnison. Das wird schon passen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sie müssen es!